was geht? Ich bin hier heute mit zwei ganz speziellen Gästen und zwar ist das einmal der Mr. Germany, höchstpersönlich, und auch neuerdings GQ Gentleman 2017. Und neben ihm sitzt seine Freundin Victoria, die auch als Model tätig ist. Ja, als ich die beiden gefragt habe, ob sie Lust hätten, mal koreanische Süßigkeiten auszuprobieren, da waren sie direkt ganz begeistert. Und ja, habt ihr schon mal irgendwie koreanisch überhaupt gegessen? Nee. Gar nicht. Nee. Nein. Deshalb will ich auch unbedingt mitmachen. Ja. Ich will es mal probieren und bin echt gespannt, ob mir das schmeckt. Wie es schmeckt vor allem. Ich bin auch gespannt. Ist ja doch was ganz anderes als deutsche Süßigkeiten oder amerikanische Sachen. Also seid gespannt. Und ich bin für Essen immer zu haben. Ja, sehr schön. Ich auch. Das kann ich bestätigen. Ey. Ja, wie stellt ihr euch das so vor, die Snacks? So, wenn ihr das so hört, koreanische Snacks, was würdet ihr euch darunter vorstellen? Also ich kenne ja nur Chinesisch und also Sushi natürlich auch. Ja, klar. Aber ich habe keine Ahnung. Also vielleicht irgendwie ganz typisch so Richtung Soja in die Richtung. Eher ein bisschen derber, vielleicht ein bisschen bitter. Ja. Mit so einer Mischung aus süß. Ich habe keine Ahnung. Also ich stelle es mir auf jeden Fall ganz anders vor. Als deutsche Süßigkeiten. Ne? Ja. Irgendwas total Verrücktes. Vielleicht auch irgendwas, ich weiß nicht, Richtung so Seetang-Sachen oder so. Auf jeden Fall nicht so das typische Süße, was man aus Deutschland kennt. Auf jeden Fall so was anderes. Also die stellen sich das beide ziemlich crazy vor, wie ich jetzt mitbekomme. Wir werden es uns einfach mal angucken, würde ich sagen. Fangen wir mal an mit dem ersten Snack. Okay. Also als erstes haben wir hier Chocopie. Da gebe ich euch jetzt beiden mal einen von. Schön. Diesmal habe ich auch von Orion die Chocopie geholt, ja, wie ihr es euch gewünscht habt. Und jetzt? Ich werde es einfach aufmachen. Ihr dürft schon essen, genau. Okay. Es kommt mir auf jeden Fall irgendwie bekannt vor. Echt, ja? Naja, also so was Ähnliches. Es hat was von Oreo. Nein. Also die Oreo in riesig. Genau, Oreo in riesig. Und mit Schokolade überzogen. Und mit Schokolade. Aber von der Form her würde ich schon sagen, oder? Es riecht so ein bisschen haferflockig, oder? Auf jeden Fall Schokolade. Das, ja. Also, es riecht auf jeden Fall danach. Ja. Und? Boah, schon trocken. Das sagen viele. Ich hätte gedacht, ich muss da jetzt beißen, aber das ist ja so weich. Also weich und fluffig. Ja, genau. Aber man braucht echt viel Speichel. Auf jeden Fall, vor allem bei dem heißen Wetter. Zu kriegen. Ist schon süß. Ja. Aber nicht zu viel. Also schon wirklich. Es geht, oder? Gutes Gebäck. Ja, allzu süß ist das auf jeden Fall nicht. Finde ich auch. Ich habe was ganz anderes erwartet. Wenn ich reinbeiße und auf einmal ist es wie so Kaugummi, der sich so hinter mir herzieht. Ich dachte, das wäre so richtig knackig wie ein Keks, aber. In der Mitte ist Marshmallow. Das schmeckt gar nicht. Nee, das schmeckt man wirklich kaum. Bei dem ganzen Teig drumherum irgendwie. Cool. Aber ich würde sagen, es schmeckt gut. Ja, ist gut. Also ich hätte mir koreanisch nicht so vorgestellt. Nee, gar nicht. Man stellt es sich wirklich am Anfang eher verrückter vor alles. So, dass man es gar nicht kennt. Also, was würdet ihr sagen? Du magst es? Ich mag es. Gute Alternative zu deutschem Süßkram. Ja. Ja, wenn du es nicht willst, dann nimm ich es. Also es schmeckt nicht schlecht auf jeden Fall. Aber mir fehlt so ein bisschen der Knack. So. Ja. Zwischen Gut und Mitte. Ja. Und dann ja, zeigt man das so. Ja. So? So? Ja. Die Leute verstehen es. Also ja. Als nächstes der Bananasnack. Banana Kick. Das sind Chips mit Banana Flavor. Ich befürchte Schlimmstes. Das kennt man so gar nicht, ne? Nee. Das klingt ganz komisch, ich weiß. Okay, mach du mal lieber. Okay. Geht. Ja. Du musst einfach einreißen, da wo Open steht. Sehr schön. Oh, macht Boah. Sinn. Boah. Ja, man riecht. Man riecht schon. Banane. Heftig Banane. Ich muss sagen, die habe ich auch noch nicht probiert. Ja. Ich esse auch mal. Okay. Das sieht ja aus wie so ein Flip. Ich dachte, die sind viel kleiner. Die sind wirklich riesig, ne? Also wie Flips tatsächlich. Boah, das ist. Meiner Nase gefällt das nicht so ganz. Irgendwie wirklich komisch. Kennt ihr dieses Kaba-Milch? Ja, genau, richtig. Ja, dieses Pulver, Bananenpulver. Das Schlimme ist, ich mag Bananen, aber irgendwann hat so was von Erbrochenem. Ja. Ich beiße hier gerade rein. Entschuldigung. Okay, also es ist im Mund und ist direkt wieder weg. es löst sie sofort auf. Ja. Es ist riesig. Man braucht gar nicht schlucken. Es verschwindet in den Zähnen irgendwie. Da, wo schon der Orion-Riegel gelandet ist. Es hat so ein bisschen was von Puffreis, diesen Puffreis. Es hat so ein bisschen was davon. Also ich esse das jetzt auf, aber noch eins esse ich nicht. Ich halte mich auch dezent zurück. Ich glaube, ich esse noch eins.
Hast du dein T-Shirt? Ja. Stimmt, hey, gut abgestimmt. Also es hat auf jeden Fall weniger von Erbrochenem, als ich dachte. Ja. Aber dadurch, dass es im Mund ist und direkt wieder weg, habe ich gar nicht so viel Zeit. Komm, ich muss noch reinlesen. Also ich muss auch nach dem zweiten sagen, ich weiß nicht, ob ich einen Dachschaden habe. Schmeckt jetzt aber besser. Aber es schmeckt besser und es hat schon ein bisschen was von Suchtfaktor. Ja? Finde ich schon. Findest du? Ja. Ist gar nicht so schlecht. Nee, ich kann nicht. Du kannst cool. nicht. Nee, komm ich gar nicht. Nee. Das glaube ich. Ja, ist ja auch sehr speziell, ne? Also ich finde es okay. Es gibt bessere Snacks, aber ich finde es so mittel. Ja, es pendelt sich so ungefähr ein. Als nächstes haben wir Pfeffer. Also ich finde, das gleicht so ziemlich einem Snack, den wir schon aus Deutschland kennen. Ja. Ja, findet ihr auch? Mikado. Mikado, richtig. Das ist ein bisschen hartnäckig. Einmal zu dir. So, wer hat das Feuerzeug? Genau, schöne Wunderkerze. Aber echt. Du bist tatsächlich. Ah, du isst schon. Mhm. Oh. Wie Mikado eigentlich, oder? Würde ich jetzt sagen. Also jetzt bin ich irgendwie raus. Also ich finde, das Gebäck schmeckt irgendwie, weiß ich nicht. Ich krieg's gar nicht definiert. Ich bin irritiert. Man hat ja. Schokolade im Mund. Das ist cool. Und dann ist so eine Art Salzstange, oder? Ja, ohne Salz. Ohne Salz. Salzstange ohne Salz. Salzstange ohne Salz ist Stange. Genau. Mit Schoko. Drauf. Also tut mir leid, ich finde es ein bisschen schräg. Das ist schräg. Das ist eben, nicht total. Das ging so, die Bananasnacks okay, ja. Aber das ist schräg. Das ist halt meine Frage, ob ich einen Dachschaden habe dabei. Also. Nein, glaube ich nicht. Mir ist die Stange zu wenig. Wenn ich da abbeiße, dann ist das Stück irgendwie so wenig im Mund. Mhm. Also ich kaue Gefühl so auf nichts rum. Also ihr würdet jetzt sagen, nicht so. Ich bin eher hier irgendwo. Und hier so. Okay, ich finde sie okay. Ich find sie ganz gut. Also wie die Deutschen eigentlich. Genau, die mag ich auch sehr gern. Okay, als nächstes haben wir Kancho. Ja, das ist auch was ganz Süßes, was ganz Niedliches. Allein schon die Figuren da drauf. Ich muss sagen, die Verpackung ist echt ausgefallen. Also ja. Im Gegensatz zu unseren deutschen Verpackungen. Das stimmt. Das ist ganz streng geordnet. Ja, ne? Hat ein bisschen was von so einer Teeverpackung, wie man die öffnet. Stimmt. Ach, das sind Bällchen. Ist da Schoko drin? Vielleicht. Lass mich überraschen. Was ist das hier drauf? Ist das ein Tier? Ich versuche auch gerade das zu entziffern. So ein Gesicht mit. Das sieht aus wie Pokémon. Tatsache. Das Ding da auf der. Das kann sein. Hier, meins hat irgendwie so ein Gesichtglas oder so auf dem Auge hier. Das eine Auge ist normal und vor dem anderen hat es hier so eine Vergrößerung. Deins also meins hat ein Loch im Kopf. Oh nein. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Koalas. Ja, stimmt. Die haben ja, auch, genau. Die haben ja auch ein Loch drinnen. Ja. Stimmt, genau. Okay, eins, zwei, drei. Ich bin die Einzige, die abgebissen hat. Ich finde einen Hauch von nix. Oder? Ich glaube, du hast schon zu viel anderes Zeug gegessen. Wahrscheinlich. Hast mal was getrunken zwischendurch? Sollte ich mal gleich machen. Das hat so einen ganz leichten Alkoholgeschmack. Echt? Mhm. Ja, auf jeden Fall nicht zu süß. Das finde ich total gut. Sowieso meist so. Bei den koreanischen Sachen, die sind selten zu süß. Mhm. Das haben wir jetzt gelernt. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere deutschen Süßigkeiten einfach stärker sind im Geschmack und wir dadurch total verballert sind. Mhm. Deswegen so solche Süßigkeiten, vielleicht ist das für die Koreaner schon was Starkes, was mit sehr viel Geschmack und wir sind das gar nicht gewöhnt. So spannend wenig wäre, Geschmack, wenn die Koreaner mal deutsche Süßigkeiten essen. Machen wir auch noch. Die explodieren ja völlig. Es pendelt sich irgendwo so ein. Ist okay, ne? Kann man aufessen. Ja, ich bin hier. Ja. Ja. Ist okay, aber überzeugt bin ich zumindest. Ich find's auch okay. Es ist in Ordnung. Okay, wollt ihr mal was trinken? Ich glaube, ich sollte mal was trinken. Genau, oder? Damit ihr noch was schmeckt. Als nächstes probieren wir die hier. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also mich erinnert das an Cordon Bleu. Stimmt, doch. Ja. Absolut. Ja, bei mir ist da keine Assoziation von süß vorhanden, nur Cordon Bleu. Ich hoffe nicht, dass es nach Cordon Bleu schmeckt. Hm? Oh. Okay, definitiv kein Cordon Bleu. Das riecht nach Alkohol. Das ist so Fake-Alkohol. So ein Eierlikörkuchen, oder? Ja. Stimmt. Hätte ich jetzt gesagt, ja. Okay. Ja, wer traut sich? Komm, eins, zwei, drei. Das sieht aber nicht so aus wie auf dem Bild. Wo ist denn die Verpackung? Hier. Vergleicht das mal. Halt das mal daneben. Was ist das denn? Wo ist denn das Gelbe hin? Der Käse. Vielleicht weiter reinbeißen, oder?
Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Es hat was von Butter, was da drin ist, oder? Ja, stimmt. Feuchter Kuchen, gefüllt mit weichem, erstes Wort kenne ich nicht. Oh, Vanille. Ach, sieh mal an, natürlich. Ah, klar. Vanillecreme. Krass, okay. Oder? Dass man nicht Vanille schmeckt. Mhm. Überhaupt nicht Vanille. Ne? Mehr so Eierlikör. Ich finde auch eher Eierlikör als Vanille. Also ich finde es auf jeden Fall viel besser als diesen Schokopie vom Anfang. Mhm. Also ich bin ein Fan jetzt. Mhm. Ich finde es richtig gut. Ich finde es irgendwie auch voll gut. Es ist auch nicht so süß, wie man gedacht hat, oder? Nee, kein bisschen. Aber es geht halt runter. Nein. Mal knack. Stimmt. Das ist bei Gebäck, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich sollte nicht so mit vollem Mund sprechen. Ich mag, wenn es knackt. So. Eindeutig. Super. Daumen hoch. Also auf jeden Fall ist alles voller Krümel. Du? Zu Mittel. Also, hier haben wir Weintraubenbonbons. Und zwar heißen die Chompodo. Chompodo? Ja! Sehr schön! Okay, ja. Ich habe Koreanisch gelernt. Ja. Chompodo. Das sind sehr große Bonbons. Also nicht verschlucken, nicht verschlucken. Nicht beißen. Genau. Kein Verbeißen. Zahn weg. Also, was die Koreaner hinkriegen, ist, wenn du die Verpackung siehst, kommt was ganz anderes bei raus. Und weg. Ja, die sind wirklich. Oh, riesig. Also meins ist kaputt. Oh, man riecht aber schon so brausemäßig, oder? Das riecht voll chemisch. Riesig. Das ist wirklich riesig. Man kann gar nicht mehr damit reden. Ist wohl besser. Voll unpraktisch. Also, das ist auf jeden Fall. Ein riesen Ball im Mund. Apfel, oder? Ja, so ein Apfelbonbon. Apfel, richtig. Grüner Apfel. Was heißt Apfel auf Koreanisch? Sagwa. Sagwa? Sagwa. Sagwa. Chongpodo und Sagwa. Klingt wie so zwei Weine oder so. Stimmt. Ganz schöne Arbeit, würde ich sagen. Ja, wir haben ein bisschen was vor uns. Wir sehen uns dann in 2 Stunden wieder. Wenn wir durch sind. Aber es ist lecker und das Süßeste, was ich bisher probiert habe. Also, was würdet ihr sagen? Naja. Ich würde sagen, okay. Okay, bist gut. Ich auch, irgendwo dazwischen. Also der Geschmack ist ganz gut, aber das ist so chemisch, dass mein Auge dabei zuckt die ganze Zeit, wenn ich es esse. So. Also da kommt so ein bisschen so ein Chemiegeschmack noch mit rum, den mag ich nicht ganz so. Aber okay. Sonst ist es gut, aber durch den Chemiegeschmack auch so leicht. Also pendeln wir uns, glaube ich, alle irgendwie so ein, ne? Genau, alle so mittel. Zu groß. Und alle können nicht richtig reden. Sagwa? Okay, Leute, wir löschen jetzt noch unseren Bonbons zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wie immer. Und natürlich für mehr Videos abonnieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.